Vorteil, Kallens. Einstand, tschüss. Als Kallens dort hinten nicht zufrieden mit Schiedsrichter Sören Friemel. Dieser Aufschlag war wohl im Aus. Aber der Punkt ist gespielt, da gibt es kein Zurück mehr. Und diese Vorhand von Iva Majuli, da gab es keine Diskussion, der war weit im Feld. Vier Majoli. Zwei Beine, two all. Erneut zwei Breakchancen nicht genutzt von der Belgierin. Auf der anderen Seite ist es schon ganz interessant mit anzusehen, wie sich Iva Majuli immer aus diesen bedrohlichen Situationen herausmogelt. Wie sie aber dennoch bereit ist, dann auch in diesen Situationen offensiv zu spielen. Das macht halt die etwas andere Klasse aus. Fünfzehn bei der 15-0. Kleine Konzentrationslücke bei der Belgierin, die jetzt aufpassen muss, dass sie nicht ihrerseits einen Break kassiert. Ja, das ist hier irgendwie anzumerken, dass sie da nicht mehr ganz so konzentriert ist. Wirkt ein bisschen unruhiger, lässt sich nicht genügend Zeit für ihren Aufschlag. Und schwupp, schon sind die Fehler da und die nächsten zwei Breakbälle für Iva Majuli. Ja. Also, Majoli führt mit 3 zu 2. Die waren schon prognostiziert, diese sogenannten unnötigen Fehler. Das konnte man irgendwie spüren, dass die jetzt kommen mussten. Und die sind dann leider auch aus der Sicht der Belgier tatsächlich eingetroffen. Wobei wir sehen, dass sich Iva Majoli längst nicht in Bestform befindet. Auch das wollen wir nicht verschweigen. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Luc van Damme, der Coach von Els Kallens, kann eigentlich zufrieden sein. Solche Spiele bringen einen nach vorne. Sie wird hier einige Weltranglistenpunkte gut machen, ist natürlich enttäuscht über die nicht genutzten Chancen. Aber das ist normal, wenn man so selten gegen Top-Spielerinnen auf der Weltrangliste spielt. Völlig verständlich. Und
Aus dieser Begegnung gilt es für die Belgierin nur eins mitzunehmen. Ja, was ist denn das für eine Einstellung? War nicht geplant, meine Damen und Herren. Da wird man selber überrascht, ziehe ich mich gleich wieder zurück. Ja, das Wichtige ist für die Belgierin hier die positive Erfahrung mitzunehmen, dass man Toll. Gegen eine Iva Majuli durchaus mitspielen kann und vielleicht sogar eine Außenseiterchance hat, diese Begegnung zu gewinnen. Das war also der Kollege dort unten, der da einfach die Kamera hier nach oben gerichtet hat. Man darf gespannt sein, ob die Belgierin weiterhin ihrer Linie treu bleibt, offensiv spielt. Hier kann sie nur lernen. Darauf kommt es für sie hier in dieser Begegnung drauf an. 0-15, Love 15. Beide, 15 all. Maioli führt mit 14-2, 4-2. Thank you.
40-15, 40-15. Spiel Kallens. Maioli führt mit 4-3, first ring. Wenn man sich das Spiel der 25-Jährigen anschaut, die ja so selten bei den großen Turnieren dabei war, meistens nur bei den kleineren Veranstaltungen immer aufgetreten ist, dann kann man durchaus damit rechnen, dass sie demnächst weiter nach vorne kommt, derzeit auf Position 91 der Weltrangliste. Warum soll sie nicht, vorausgesetzt sie kann die Leistung konservieren und immer auf diesem Niveau spielen, warum sollte da nicht sehr bald unter den ersten 50 auf der Weltrangliste zu finden sein? Im Anschluss an diese Begegnung, meine Damen und Herren, kommt es zu einem rein deutschen Duell, sicherlich höchst interessant. Barbara Rittner gegen Anke Huber. Anke Huber, die klare Favoritin nach dem tollen Spiel in Australien. Auch wichtig gestern, dass sie sich durchgebissen hat gegen Miriam Oremans. Da lief ja so manches daneben, aber auch das gehört dazu, sich über die kritischen Situationen hinwegzuspielen, durchzusetzen. Toll. Das ist ein Punkt, warum sich die Leistung der Anke Huber so stabilisiert hat. Allerdings hatte sie große Probleme zuletzt mit Barbara Rittner. Zweimal führte die Leverkusenerin, die ja längst nicht ihre Erwartungen erfüllt hat, die eigentlich auch spielerisch zurückgefallen ist. Schlechter geworden ist und jetzt erst in letzter Zeit wieder anfängt, sich so ein bisschen hineinzuspielen in den Circuit. Wie gesagt, Anke Huber hatte ihre Probleme bislang damit und man darf gespannt sein, wie diese Partie heute ausgehen wird. Also wie gesagt, im Anschluss daran Anke Huber gegen Barbara Rittner. Aber zuerst einmal muss Iva Maioli dieses Spiel durchziehen. Els Kallens bleibt dran und das ist gut zu sehen, dass sie wirklich hier versucht, ihre Chance zu nutzen. 15 beide, 15-0. Forty-thirty. Spiel Maioli. Neue Bälle, New Balls. Maioli führt mit 5-3, 5-3. Thank you.
15-0, 15 love. Fünfzehn beide, 15-0. Voll auf der Linie. Also richtige Entscheidung des Linienrichters. Thirty fifteen. Forty fifteen. Das ist doch der sichere Punkt für die Belgierin, die dann noch einmal ihr Aufklärungsspiel durchbringen kann. Damit 5:4 für Iva Maioli, die hier nicht hundertprozentig bei der Sache ist. Die hat ja enorm viel gespielt in diesem Jahr, denken wir an die Australian Open, denken wir dann an den kurzen Abstecher nach Tokio, dann wieder nach Paris, Essen. Es ist ja auch ein irrsinniger Turnierkalender, den hier die WTA aufgestellt hat. Innerhalb von 6 Wochen spielen die Aktiven auf 4 Kontinenten. Das ist also kaum zu verkraften, nicht nachvollziehbar. Und hier kommuniziert sie mit ihrem Coach Goran Pirpic, der ihr sicherlich zu verstehen gibt: Mensch, Mädchen, häng dich noch mal rein, mach den Sack zu, bring es zu Ende, denn die Belgierin, sie ist gefährlich. Schauen Sie mal hin, da versucht er ihr auch mit einigen Handbewegungen zu zeigen: Lass es nicht laufen, Mädchen, denn das kostet nur Substanz, länger auf dem Platz herumzustehen. Und wie gesagt, die Belgierin mit Respekt, die spielt hier erfrischend gut. 7:5, 5:4 Führung für Iva Maioli, Weltranglistenvierte, die den größten Sprung auf der Weltrangliste nach vorne gemacht hat, neben Anke Huber, die derzeit auf Position 5 steht, mit weiterhin aufsteigender Tendenz. 15-0, 15-0. Aber das sind natürlich Geschenke in so einer Situation. Spielsatz und Sieg, Maioli. Platz 0, Satz 0, 7,5, 6,4. Ein Schuss.
schnelles Ende. Und damit steht die erste Halbfinalpaarung morgen fest. Iva Maioli trifft dann auf die Schwedin Åsa Karlsson. Und wie das zweite Halbfinale morgen aussehen wird, das wird in den nächsten beiden Einzel-Viertelfinalspielen hier ermittelt. Vierte, die sich da routiniert hat durchsetzen können und somit im Halbfinale steht. Und hier trifft sie dann auf die Schwedin Karlsson, die heute gegen René Stubbs im ersten Spiel des Tages gewinnen konnte. Iva Maioli, das muss man sagen, das ist schon erstaunlich, wie die sich nach vorne gespielt hat in den vergangenen Monaten. Sie war ja schon so mit 15 ein Riesentalent. Dort wurde immer wieder gesagt von Vater Stanko, meine Tochter, die ist eher bald eine der besten Spielerinnen in der Welt. Da hat man gelacht damals noch bei den French Open. Wir erinnern uns, als sie einmal an einem verregneten Sonntag über Stunden gegen Stefanie Graf auf dem Platz stand. Und in knappen zwei Sätzen verlor. Dort wurde schon spekuliert.